Bevor wir mit den Ausgaben weiterfahren, müssen wir noch ein paar Formatierungen vornehmen. Zunächst einmal soll die Spalte F ein anderes Zahlenformat haben. Es soll hier die Währung ersichtlich sein, und zwar natürlich Schweizer Franken. Wir dürfen das nicht manuell reinschreiben, sonst kann Excel nicht mehr damit rechnen. Buchstaben und Zahlen sind für Excel nicht erkennbar, und deshalb wählen wir hier Buchhaltung, und du siehst, es ist schon automatisch die richtige Währung ausgewählt. Wir brauchen etwas mehr Platz, und allenfalls, wenn dir das nicht passt, wenn mit den Kommastellen etwas nicht passen sollte oder so, so kannst du über Benutzer definiert das ganz genau an deine Bedürfnisse anpassen. Und diese Zeile des Totals, das wollen wir fett haben, deshalb wählen wir die ganze Zeile aus, indem wir in den Zeilenkopf hineinklicken und wählen Fett. Innerhalb von diesem Total soll eine Linie stehen, und hier habe ich jetzt leider ein Problem mit meinem viel zu kleinen Bildschirm. Ich kann dir zeigen, wie man am einfachsten zu diesem Rahmen Tool kommt, indem man nämlich einfach den Bildschirminhalt etwas größer zieht. Bei dir, wenn du an einem iMac sitzt, sollte das kein Problem sein. Hier findest du bei Schriftart eben dieses Rahmenwerkzeug, und hier hast du ganz verschiedene Möglichkeiten, auch mit Doppeltunterstrichen für das Gesamttotal zum Beispiel. Ich möchte jetzt nur eine Rahmenlinie oben. So sieht das doch recht hübsch aus. Nun, falls du trotzdem auf einem zu kleinen Bildschirm ohne diesen Murks auf dieses Werkzeug zugreifen möchtest, so ist es halt ein bisschen umständlicher, beispielsweise über Format Zellen. Und hier wählst du im Reiter Rahmen den entsprechenden Rahmen aus, und dann funktioniert es auch. Also über diesen Dialog geht es zwar. Schöner fände ich es, wenn man es mit diesem Symbol direkt machen könnte. Allenfalls musst du halt das Menüband hier ein bisschen zurechtkürzen, dann gibt es automatisch mehr Platz für die wichtigsten Tools, die du eben immer zur Hand haben möchtest. Jetzt ist gleich auch der richtige Zeitpunkt, um unsere Dateien mal ans Trockene zu bringen, indem wir sie eben speichern. Unter Datei speichern wie gewohnt. Wirst du nach dem Speicherort gefragt? Ich nehme mal den Schreibtisch. Klassenlagerabrechnung als Dateinamen. Und hier siehst du das Format. Das ist also das neue XLSX. Falls du austauschen möchtest mit einem Kollegen, der eine viel ältere Excel-Version nutzt, dann müsstest du dieses Format XLS verwenden. Wir lassen es aber beim Neuen. Dafür nehmen wir diese Markierung raus, damit also die Endung wirklich auch zu sehen ist. Vor allem beim Austausch übers Internet ist das jeweils wichtig. Und mit Sichern ist diese Datei nun in Sicherheit.